Wir haben ja einen Podcast. Nicht nur Schmidti und ich, ne, sondern wir haben ja noch einen. Das ist Jakob. Hiermit erkläre ich die aktuelle Ausgabe Baywatch Berlin für feierlich eröffnet. Juhu! Jakob hat einen großen Wunsch. Der möchte unbedingt mal beim RBB in so einer Sendung mitmachen, wo irgendwelche Berliner Prominenten darüber reden, welche Straßen die schönsten sind in Berlin. Ich möchte gern einer von den prominenten Berlinern sein, die im Grunde das große Privileg genießen, bei den 150 oder 30 besten Straßen das zu kommentieren. Das ist als geborener Berliner mein einziger Traum. Er hat uns wochenlang damit genervt und am Ende sogar unsere Fans aufgestachelt. Meinst du, unsere ZuhörerInnen könnten mich da unterstützen, Klaas? Stichwort Internet. Die Fans haben den RBB so genervt, dass sie letztendlich eingeknickt sind. Ich habe ja letzte Woche stolz hier erzählt, dass mein großer Lebenstraum wahr geworden ist. Jetzt ist aber Folgendes, die haben gesagt, die rufen dann an, um das festzuzurren. Ja. Jetzt wann läuft's? Die haben wir jetzt nicht mehr angerufen. Und dann haben Schmidt und ich uns gedacht, vielleicht könnte das unsere Zufahrt sein, wie wir an dem Thema auch noch Spaß bekommen. Und da haben wir gedacht, so, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, wir sind ja auch vom Fach, dass wir die Sendung, die der RBB sonst produziert, nur für ihn vielleicht selber produzieren. Schon mal anproduzieren. Ja. Da könnte er also in unsere Show kommen, in dem Glauben, es wäre die RBB-Sendung. Wir wollten Jakob mit einem Fake-Dreh reinlegen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ein Studio gemietet, Kameras versteckt, einen Überwachungsraum eingerichtet, ein externes Kamerateam bestellt und den Schauspieler Christian als falschen RBB-Redakteur engagiert. Der hatte einen Knopf im Ohr. Damit ich mit Jakob durch Christian sprechen konnte, als RBB-Redakteur. Ich möchte aber noch mal betonen, es geht uns nicht darum, unseren Kollegen in die Pfanne zu hauen oder bloßzustellen. Es ist einfach nur, wir wollen ihm einen Traum erfüllen, der irgendwie... Das war unnötig jetzt. Ja. Jetzt gab es nur noch ein Problem. Wie können wir mit Jakob Kontakt aufnehmen und uns als RBB ausgeben? Und das haben wir gemacht mit Betrugssoftware. Du redest hier von Betrug, da kann ich so nicht unterschreiben. Nein, Betrugssoftware haben wir benutzt, damit es so aussieht, als hätte der Rundfunk Berlin-Brandenburg eine Mail geschrieben und nicht wir. Jakob hat angebissen und nach langem Hin und Her haben wir dann einen Termin gefunden. An diesem Tag ist Jakob tatsächlich in unser Studio gekommen. Lasset die Spiele beginnen. Schmidt, komm. Komm rein. So, alle bitte in der Position rein. In der nächsten Minute geht's los. Da haben wir uns alle versteckt in unserem kleinen Kabuff da neben dem Studio und nur noch Leute in dem Gebäude gelassen, die Jakob vom Gesicht her nicht kennt. Ich bin gerade durchgegeben, Jakob hat schon geparkt. Okay, sehr gut, sehr gut. Und jetzt schicke ich Tobi schnell raus. Danke. Er ist raus, ja. Es kann jede Sekunde soweit sein, Christian, ne? Jo, alles klar. Achtung, Jakob ist gerade angekommen. So, warte, er kommt. Da ist er. Hallo, hallo, und schön, dass Sie da sind. Haben Sie einen Parkplatz gefunden? Ja, da hinten. Ja, das ist schwierig genau. Hier, er ist ganz freundlich, richtig. Scheiße freundlich, natürlich. Ja, freue mich sehr drauf. Ja, wir uns auch. Das schön, dass es geklappt hat. Ja. Geht jetzt erstmal die Maske und Corona-Test und so, ne? Hallo, ich würde Sie jetzt erstmal zum Corona-Test mitnehmen. Ja. Zum Schnelltest. Ja. Wir machen den Test jetzt in der Maske. Okay. Und dann würde ich Sie bitten, einmal hier Platz zu nehmen. Der wurde dann abgeholt da vorne. Und dann sitzt er in der Maske. Einige der schönsten Ecken Berlins liegen vor 100 Jahren noch außerhalb. Und guckt sich dann noch mal alte Folgen an von der Sendung, ne, in der er da gleich zu Gast sein wird, damit er der ideale Gast ist, dass die am Ende sagen, ja. Können wir den mal öfter haben? Erst 1920 entsteht Berlin, wie wir es heute kennen. Zum Jubiläum von Groß-Berlin haben wir ein Jahr lang... Wenn er einmal so engagiert hier bei uns wäre, ne? Das ist wie mit Kindern. Woanders können sie es dann, ne? Christian? Ja? Was vielleicht nicht schlecht wäre, ist als Grundhaltung, dass du jetzt nicht zu viel Fun verbreitest. Ja, absolut. Ja. Ne? Also ein bisschen abgehangene Motivation. Tote Augen. Ja. Tote Augen sollst du haben. Okay. Gut. Bin ich fertig, ja? Ja, vielen Dank. So, er kommt jetzt. Ihr könnt ihn jetzt holen. Okay, einmal hier rein, bitteschön. Hallo. Moin. Hat's schick gemacht, finde ich. Wieso, der sieht doch aus wie immer. Wenn er jetzt das erste Mal auf den Redakteur trifft, das ist ja der, mit dem er redet. Also ist wichtig, dass man so eine fröhliche Gesprächsstimmung hat. Das heißt, er kommt rein und will sofort einen guten Eindruck machen und ist so offen und nett und naja und so. Mhm. Wie ist denn das? Also gehen wir dann die Straßen einzeln durch und dann erzähle ich das? Und es gibt so Leute, an denen perlt das einfach ab. War der Christian so einer? Ja. Genau. Okay. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin ein großer Fan Ihres Podcasts. Oh, das freut mich aber sehr. Wer Baywatch Berlin mal gehört hat, dem fällt vielleicht auch auf, dass Jakob öfter mal von uns das Kaffee-Arschloch genannt wird.
freundschaftlich. Ja. Pass auf, was jetzt kommt. Meine Tante hat gerade eine eigene Rösterei aufgemacht. Und ich dachte, wenn er einen Scheißkaffee trinkt, ist der Tag für ihn gelaufen. Kannst du ihm direkt einen gelben geben oder nach Hause schicken. Wenn das okay ist, dann würde ich ihm die gerne schenken. Die Rösterei oder den Beutel? Nein, erstmal nur den Kaffee. Die Rösterei nehme ich auch. Wie wäre es also, wenn er jetzt da vor Ort als allererste Amtshandlung einen Kaffee trinken muss, in den wir auch noch so einen ordentlichen Schuss Essig reingekippt haben? Mit Pfiff. Jetzt wollen wir mal sehen, wie höflich er bleibt, wenn er diese Pisse trinkt, ja? Dankeschön. Gut, also... Dann probiere ich den mal. Ja, ist schon lecker. Ja? Oh, das ist... Ich trinke den dann später. Ja, ich mache jetzt erstmal los. Dankeschön. Ich trinke den dann später. Ich trinke noch mal eben einen Schluck Wasser noch. Er besucht ja immer die besondere Note in dem Kaffee, ne? Ja, die war drin. Ja. Erzähl doch noch mal kurz, also wie geht's jetzt los? Womit fange ich an? Hier geht's ja um Straßen, ne? Also es geht ja um Straßen. Genau, ja. Toll ist immer, wenn man irgendwie vorbereitet zum Dreh geht. Ich nenne dir ein paar Straßen. Ja. Die Straßennamen am Anfang und dann kommt dein Kommentar. Er hat gesagt, er würde davor die Straße auch noch mal abfahren, um zu gucken, ob sich da ein Kiosk geändert hat. Ja, er hat sich da so richtig reingefuchst, eben weil er einen guten Eindruck machen wollte. So, und deswegen haben wir ihm natürlich vorher schon Straßen geschickt, auf die er sich vorbereiten muss. Du hast ja die Liste bekommen. Zum Beispiel die Auguststraße sollte ich vorbereiten. Auguststraße hatten wir ja schon, die Sendung gibt es ja schon ein bisschen. Ne? Also die hatten wir jetzt schon. Kennt ja jeder. Mann, da hat sich da der Federteufel eingeschlichen. Weil die Auguststraße hatten wir, hatte ich glaube ich mit deinem Kollegen gesprochen, ne, dass ich über die was erzählen würde. Oh, ist ärgerlich, ne? Nicht die Auguststraße, sag mal irgendeine. Wir fangen an mit der Märkischen Allee in Marzahn. In Marzahn. Ja, wir fangen einfach mal an und die schieben wir dann, ja, schieben nur, wir dann hinterher. Das heißt, die würden wir auch noch machen. Weil, ehrlich gesagt, im Marzahn kenne ich mich jetzt nicht so super gut aus. Ne? Naja, du warst ja schon mal im Marzahn. Du warst ja sicherlich schon mal im Marzahn. Ja. Sonst improvisier ein bisschen. Improvisier einfach ein bisschen. Und wir fangen an mit der Märkischen Allee. Ist eine Riesenstraße. Ist eine Riesenstraße in Marzahn. Okay. Set ist fertig. Das Problem ist, ich habe wirklich die Straße noch nie gehört. Ne? Mein Gott, das ist eine Straße, ey. Jetzt stellt er sich da an. Ne? Mein Gott, das ist halt eine Straße. Das ist eine große Straße. Halt irgendwie eine Straße, ja. Große Straße. Ich kann versuchen, okay, was Allgemeines zu sagen oder so. Komm, mach doch erstmal deine Auguststraße. Dann mach du erstmal deine Auguststraße. Okay. Ja? Ja. Wenn die dir so am Herzen liegt. Wenn die dir so am Herzen liegt, dann machen wir die. So, ja, aber Auguststraße vielleicht auch noch eine Chance. Mhm. Er hat jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Er hat so keinen Bock mehr. Guck mal, er will einfach nur weg. Gut, dann fang einfach an. Auguststraße. Auf Platz Nummer 49, die Auguststraße in Mitte. Zwischen der Oranienburger und der kleinen Rosenthaler Straße erstreckt sich eine der wohl schönsten Straßen Berlins. Ja, die Auguststraße, die liegt mir natürlich besonders am Herzen. Die ist ja, das wissen viele gar nicht, ein Teil vom Spandauer Viertel in Berlin. Dabei ist Spandau ja eigentlich viel, viel weiter außerhalb. Und das ist so ein bisschen ja das Herz von Mitte. Wir brauchen noch mal die Maske einmal. Ich glaube, wir brauchen noch mal die Maske. Nochmal? Ja. Und soll ich das dann noch mal so sagen? Oder war es jetzt zu kurz oder war es zu lang? Ja. Wünscht ihr euch noch ausführlicher? Ach so, ja, das war super geil. Ja. Das war super. Das war okay. Gut. Ja, ganz gut. Aha. Das soll jetzt mal ein bisschen freundlicher sein. Es war noch so ein bisschen düster. Wenn du so ein bisschen so eine Grundfröhlichkeit irgendwie mit reinbringst, wenn du da darüber erzählst, das kommt sehr gut an. Und es war jetzt nicht fröhlich genug. Mit gedacht lachen, weißt du, ohne dass man jetzt lacht. Genau, also mit so einem gedachten Lachen irgendwie, ohne dass man jetzt aktiv lacht, aber innerlich strahlst du sozusagen. Ja, hast es. Auf Platz Nummer 49, die Auguststraße in Mitte. Ja, die Auguststraße in Mitte, das ist eine Straße, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Die gehört ja mit zum Spandauer Viertel. Wie hat sich anknipst. Ich liebe die Auguststraße besonders für die vielen Galerien. Da kann man also Kunst anschauen, wenn nicht gerade Corona ist. Und dann gibt es einen wunderbaren Ort zum Kaffee trinken, die Berliner Kaffeerösterei. Gut, haben wir. Okay, gut, haben wir. Haben wir ist nie ein gutes Zeichen, ne? Haben wir heißt, er kann es nicht besser. Ja. Soll ich noch mal um was Persönliches erzählen? Na gut, Kaffee habe ich jetzt gesagt. Nö, war doch gut. Ich kann nur sagen, dass ich da mal fast einen Unfall hatte. Nö, das war ganz gut.
Soll ich noch was Allgemeines? Nee, es war ein super Statement. War richtig super. Über Klärchens Ballhaus und sowas? Nee, das war schon ein super Statement. Mhm. Das war gut. Okay. Jetzt müssen wir mit der Märkischen Allee anfangen. Dann hast du halt da mal einen Unfall gehabt, oder was? Ja. Dann hast du halt vielleicht da deinen Unfall gehabt. Wir machen die Märkische Allee und dann erzählst du dich damit anfangen. Genau. Das ist natürlich mega unangenehm. Er erzählt über irgendwas, wo er noch nie war, sodass Jakob auf einmal das war, wie der Lügenbold, der eine Begebenheit in eine Straße pflanzt, wo sie nichts reingehört. Vor allen Dingen, es gab ja gar keinen Unfall. Platz Nummer 47, die Märkische Allee. Wenn man an Marzahn denkt, fallen einem natürlich in erster Linie die Hochhäuser direkt in den Sinn. Aber Marzahn hat auch ganz schöne malerische Ecken, wie zum Beispiel die Märkische Allee. Und da habe ich als junger Autofahrer, gerade nach dem Führerschein, mal fast einen Unfall gebaut. Die ist ja sehr unübersichtlich. Also hast du jetzt einen Unfall gebaut oder nicht? Weil fast ist ja keine Story. Ne? Ja. Ich dachte, in der Augenstraße war ein Unfall. Aber jetzt hast du gesagt fast. Und jetzt hast du gesagt fast. Ja, also soll ich da einen Unfall gehabt haben? Wenn noch nicht mal ein Unfall passiert, dann ist ja gar nichts passiert. Ja, weil sonst ist da ja gar nichts passiert quasi. Das ist gar nichts passiert. Also, das ist schon besser, wenn du dann den Unfall da auch gehabt hast. Ja, okay. Sein scheiß Fastunfall da. Fastunfall, ja. Man kann doch nicht sagen, was einem nicht passiert ist. Und mit so einem Scheiß geht er zum RBB und will da vor die Kamera, ne? Ich kann es jetzt noch nicht so ausschmücken, weil ich habe ja keinen Unfall gehabt. Ich erzähle es jetzt praktisch nur, damit wir was zu der Straße haben, die ich noch nie gehört habe. Du hattest doch bestimmt schon irgendwann mal einen Unfall, oder? Du hast bestimmt irgendwann schon mal einen Unfall gehabt. Ja, das stimmt. Ja. Dann nehmen wir den. Ja, stimmt. Okay. Fröhlich. Und fröhlich halt, du lebst ja noch. Ne? Und ein bisschen Fröhlichkeit, ne? Das innere Lachen. Ja. Du lebst ja noch. Ja. Marzahn hat auch wirklich, wirklich schöne Ecken. Deswegen kein Wunder, dass das eine der 50 schönsten Straßen in Berlin und Brandenburg, die Märkische Allee ist. Eine der schönen Straßen in Marzahn. Und mir deswegen besonders im Kopf, weil ich dort mal einen Verkehrsunfall tatsächlich hatte. Damals einen roten Peugeot 306 und habe beim Spurwechsel, muss ich sagen, selber einen Fehler gemacht. Und dann ist mir ein Transporter hinten die Stoßstange abgefahren. Dann natürlich völlig aufgelöst, die Polizei kam. Aber ist Gott sei Dank nicht viel passiert, außer dass ich mir im Grunde den Schaden nicht leisten konnte. Deswegen wird die Märkische Allee immer einen Platz in meinem Herzen haben. Und jetzt könnten Sie sich so einen Unfall besser leisten? Und jetzt kann man sich so einen Unfall besser leisten? Naja, ich war ja Student. Das war im Grunde mein finanzieller Ruin, dass der Unfall passiert ist. Aber der ist ja gar nicht passiert. Also den haben wir uns ja jetzt gerade ausgedacht, oder? Aber war der jetzt ausgedacht? Ich dachte, der wäre ausgedacht. Nein, ich habe jetzt einfach. Du fragst mich jetzt privat. Ja. Ich habe jetzt einfach einen Unfall, der ist am Hohenzollerndamm passiert, habe ich jetzt dahin verfrachtet in die Straße, wo ich da noch nicht war. Ah, okay. Ne, ach so. Ja. Ist ja wahrscheinlich für die Zuschauer auch egal, wo man einen Unfall hat. Ich war kurz irritiert. Ja. Ja. Ja, dann wäre es auch Quatsch zu fragen, wo auf der Märkischen Allee, weil da war es ja gar nicht. Ich habe es jetzt gesagt, extra, genau, das war, ist nicht passiert. Ja. Oh Gott. Das hat ja schon gut geklappt, ihn maximal zu verunsichern. Und da wollte er jetzt einfach nur noch nach deren Pfeife tanzen. Egal, was sie von ihm verlangen würden, er würde es machen, damit er nicht als der Komplizierte gilt. Dann die nächste Straße ist Eichhörnchenweg. Der Eichhörnchenweg. Hinter der Messe da. Hinter der Messe, der Eichhörnchenweg. Diese Tiersiedlung da, ne? Ja. Gibt's die? Hinter der Messe. Mhm. Ja, das ist eine kleine Wohnsiedlung, die heißen alle so ganz süß. So eine kleine Wohnsiedlung, die ist ganz, ganz süß. Deswegen nehmen wir das. Da gibt es viele Tiere, Käfer. So. Genau. Die Straßen heißen auch alle so kleine Tiere oder Käfer. Heißen die Tiere? Ja, okay. Sind super. Häschenweg. Häschenweg, Eichhörnchenweg. Mhm. Tatzenstraße. Katzenstraße und so. Gut. Wie hieß die Straße? Eichhörnchenweg. Eichhörnchenweg. Mhm. Okay. Okay, Kamera läuft. Auf Platz Nummer 30, der Eichhörnchenweg. Ja, das ist vielleicht eine Überraschung, bei den 50 schönsten Straßen ausgerechnet der Eichhörnchenweg. Aber zu Recht, denn wer ihn kennt, wer schon mal da war, weiß, dass es ein ganzes Gebilde ist aus verschiedenen kleinen, ganz süßen Straßen, die alle Tiernamen haben, was ja schon mal recht niedlich ist. Ja, und Insekten. Und, sorry, müssen wir mal machen. Gut vorstellen. Und Insekten, wir müssen es noch mal machen. Auch Insekten. Also sind nicht nur süße Tierchen, es sind auch Insekten. Den Spinnengang, also so. Ja. Maikäferpfad. Den Maikäferpfad.
Die Leute fühlen sich dann wirklich da nicht mitgemeint. Ja, sonst fühlen sich da die Leute, die da wohnen, nicht mitgemeint. Also auch nochmal die Insekten mit dazu nehmen. Ja. Okay. Ist ja auch gemein, wenn man die weglässt sonst, ne? Ja. Weil jetzt zufällig die Straße über den Redet-Eichhörnchen-Weg heißt, dann könnte man ja mal ganz kurz das international anerkannte Zeichen für Eichhörnchen machen. Ich habe gerade noch eine Idee, vielleicht kann man sowas machen. Vielleicht kommen sie da selber drauf und dann machst du, wie so ein Eichhörnchen irgendwie macht. Also, dass du das, dass ich das so, so darstellst, sozusagen. So, mache ich jetzt auch? Ist es peinlich? Nö, es ist, ist überhaupt nicht peinlich, oder? Ich sitze jetzt hier relativ lange schon da. Wo ist das Problem? Und wenn ich es nochmal so mache wie eben, dass ich einfach so. Eben war ja nicht so erzähle, gut. Du musst das ja nicht so übertreiben. Und gerade eben hast du auch die Insekten vergessen. Das geht ja nicht. Na, du musst ja nicht so übertreiben, aber. Aha. Und gerade eben hast du auch die Insekten vergessen. Ja, ja, die würde ich jetzt. Das verstehe ich ja. Die würde ich jetzt einbauen, die Insekten. Ja, so ein bisschen erzählen, dann so vielleicht kommen sie selber drauf. Ach, das würde ich wirklich ungern machen. Ja. Dann mache ich so. Komm, ist ein Deal. Du machst das Eichhörnchen, ich mach deine Auguststraße da. Ich mach deine Auguststraße und du machst die Eichhörnchenstraße. Dafür kriegst du deine Auguststraße. Dann schneidest du die rein, wenn ich jetzt so mache. Ja, Mensch, das sind ja raue Sitten hier das beim RBB. Du ironisch machen. Ja, so ironisch. Mach das doch ironisch. So. Mach das doch ironisch so ein bisschen. Ja, ist ja auch unsympathisch, ne, wenn ich Müll mache. Ne? Ja. Ja, ich versuch's mal. Ja. Man hört Eichhörnchenweg und dann fällt einem natürlich das Tier dazu ein. Klar, und was macht das Tier so? Und das ist ja völlig klar, dass man das dann in Verbindung kriegt. Das ist der gerade Weg. Nee, ist gar nicht schlimm, kein Problem. Hier, kein Ding. Ruf mich an, mach ich dir. Ja, liebe Zuschauer, das ist vielleicht eine Riesenüberraschung erstmal, dass unter den 50 schönsten Straßen ausgerechnet der Weg ist, um den es jetzt geht. Ich kann Ihnen vielleicht schon mal ein bisschen visuell auf die Sprünge helfen. Es geht um den Eichhörnchen. Das ist eine besonders kleine, süße Straße, etwas im Hinterland von der Messe in Berlin und umrahmt von vielen Straßen, die entweder Tier- oder Insektennamen haben. Und übrigens auch eine der Wohngegenden, in denen ich mir gut vorstellen könnte, selber zu wohnen. Super. Aber ich schäme mich sehr, dass ich so machen muss. Aber jetzt haben wir es ja. Du findest das ja gut. Gut, was ist denn die nächste Straße, die du vorbereitet hattest? Gut, und sonst, was wäre die nächste Straße, die du vorbereitet hast? Paul-Linke-Ufer. Langweilig. Langweilig? Langweilig. Nein, also ja, das kann sein, aber ich bin nur schon. Weil ich spreche ja gar keinen Akzent. Ja, tut mir so leid. Hallihallöchen, ich bin's, Herr Jakob Lund. Das Ding ist nur, natürlich wirke ich wie ein Vollidiot. Mir musst du das nicht erzählen, ich weiß. Das ist witziger erzählen. Ich glaube, im Podcast hast du mal als Mario Basler irgendwas gesagt. Das wäre mir jetzt irgendwie unangenehm, ehrlich gesagt. Nein, das ist witzig. Nee, das wäre tatsächlich super witzig. Ich bin kein Imitator. Ich zieh doch nicht an den Strömer in der Petersburger Straße. Bleib mir da weg, das ist keine ehrliche Straße.